Das ist genau die Scheiße, auf die ich Bock hab. Und wenn einer meint, traut euch, kommt zu mir! Ihr seid nichts! Außer Scheiße! Hallo Leute, von A bis Z, von 1 bis 100, von Norden bis Süden und von Osten bis Westen, da bin ich wieder, euer lieber guter alter Mustang. Ja, Mädel und Hallöchen, Freunde, ich bin's wieder, der echte Marvin oder aber auch Sky Büro oder Sky Tiger. Alle drei Namen gelten und sind auch schriftlich an meiner Haustür anerkannt. Ja, Leuten, ich gebe euch mal kurz ein Update wegen dem Doppelklatsch in Lünen. Ja, der Goodfly, ihr kennt ihn. Hey, Homo! Homo! Der hat sich immer noch nicht gemeldet. Und warum hat er sich nicht gemeldet? Weil er eine ganz große Feigheit ist. Erst herumposaunen, ja, kommt zu mir, dann trete ich euch auf die Füße, dann gibt's doppelt zurück, Doppelklatsch und so. Er hat die Leute eingeladen, zu ihm zu kommen. Ja, und jetzt, ich biete mich an, Goodfly, zu dir zu kommen, wegen Doppelklatsch. Und jetzt meldest du dich nicht. Ich weiß doch gar nicht, wo ich hinkommen soll, verdammt nochmal. Mensch, Goodfly, wenn du Doppelklatsch haben willst, ich kann dir Doppelklatsch geben, aber wenn ich nicht weiß, wo ich hinkommen soll, na, wem soll ich dann den Doppelklatsch geben? Goodfly. Da kannst du dir doch selber beantworten, dass da irgendwas nicht stimmt, ne? Ja, wo soll ich denn hinkommen, Junge? Goodfly. Also, meld dich, wenn du keine Feigheit bist. Du hast den Leuten bestellt, zu dir zu kommen und den Leuten haben angenommen, aber jetzt tust du dich verkriechen in den letzten Ecke und das ist nicht fein von dir. Das ist so wie, sagen wir mal, man bestellt was und dann sagt man, ja, nee, will ich nicht haben. So einfach ist das nicht, Goodfly. Wenn du den Leuten zu dir nach Hause bestellen tust, dann sei auch zu Hause und sag, wohin man kommen soll. Goodfly, wegen Doppelklatsch, du weißt schon. Doppelklatsch. Ja, Leuten. Was sonst noch so? Ach so, ja, hier. Beim Reinhold, beim Reini, beim Winklerino. Ne? Da tut sich ja auch einiges hier wegen hier AOK. Schulden bei der AOK. Ne? Habe ich beim Ofenkäse gehört. Dass da einige tausend Euros offen sind. Mann, oh Mann, oh Mann, Reinhold, du hast doch vor einiger Zeit so hoch dich gelobt, dass du 100.000 Mal mehr verdienst wie dem Haters und alles gar kein Problem und dass dir bald richtig, richtig gut gehen soll. Junge, irgendwie sieht das aber nicht so aus. Das sieht so aus, als ob du in der Abwärtsspirale, die ist ja irgendwann zu Ende, die Abwärtsspirale, aber du quasi gehst noch weiter runter, noch runter, unter, also ganz ins Minus hinein. Reinhold, wer hätte das gedacht? So eine 2-Millionen-Marke und dann kann sie offene Rechnungen nicht begleichen. Das kann doch nicht sein. Reinhold, wo sind denn die ganzen Kohlen hin, die du hier mit Tiki-Toki, hier mit drücken, 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 tippen, 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 drücken, 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 tippen, 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 Unis, Hundis, Universen, dies
dies und das, pipapo. Was ist mit den ganzen Kohlen? Junge, hast du dir in den Arsch gesteckt, wa? Ins Arschgebirge. Richtig schön tief rein, du. Naja. Also, Leuten, warum wir heute hier sind, ist folgendes. Dem echten Marvin möchte, also ich, das bin nämlich ich, der möchte euch heute was aus seinem privaten Leben erzählen tun. Also, seid gespannt und es geht schon los. Herzlich willkommen, euer Sky Tiger ist wieder mal am Start. Heute ist mal etwas anderes, etwas real life, etwas über mich. Ich möchte über euch, mit mir, also andersrum, über mein Leben ein bisschen erzählen. Ich finde, etwas sowas wäre auch ein bisschen besser, damit ihr ein bisschen mehr etwas über mich erfahrt. Und allen, die jetzt gerade neu sind, die mich gerade jetzt auf YouTube sehen. Und ja, ich möchte einfach mit euch ein bisschen über mich erzählen, wie ich klebe, ja. Also, es geht auf jeden Fall auch um Freundschaft, so wieso, was für Freunde ich habe und ob ich überhaupt Freunde habe, welchen Freunde ich habe, das, also ob ich überhaupt Freunde habe, das werdet ihr alles hören. Aber ich war ja vor einigen Wochen, vor ein paar Wochen, bei einem guten Kollege und dort haben wir im Winter gegrillt und es war sehr schön. Ja, falls ihr es hören sollte und generell hoffe ich natürlich auf Nachricht zurück. Auf jeden Fall wie ich hier in dieses Video darüber reden, was für ein Mönch ich bin. Früher, wo ich noch in der Kindergarten war, hatte ich Freundin gehabt, habe ich auch Freunde kennengelernt. Es war cool, ne? Du hattest in deinem ersten Kindergartentag, ja, andere Kinder gesehen, ja. Und hattest einen schönen Klasse, alles tipptopp, alles gut, ja. So den ersten ein, zwei Freunden hatte ich dann halt. Das war auch echt mega krass, ne? Freunden zu haben ist natürlich wichtig im Leben. Auf jeden Fall dann so später, wo ich dann so 6 oder 7 wurde, ja, ist ein Lehrer von uns verstorben getan, also ein Lehrerin aus unserem Kindergarten, ist aber Lehrer, ja, ist verstorben getan. Und das hat uns als Schüler im Kindergarten auch verletzt. Und irgendwann wurde Kindergarten geschlossen, weil es konnten irgendwann irgendwie nicht weitergemacht werden. Ich hatte natürlich auch Freunde gehabt, in so Kindergarten halt geschlossen ist und allen raus waren. Ja, wie soll ich sagen? Es war nicht mehr so, wie es früher einmal war. Meinen Kindergartenfreunden sind alle nacheinander umgezogen, wohnten nicht mehr hier in meinem Kreis. Ich wusste auch nicht, was sie machen, wie sie leben. Also so nach Kindergarten hatte ich eigentlich keinen Freunden mehr. Gut, dann kommen wir mal zur Schule. Ersten Schultag war okay. Meine Schule war in Bergkamen. Ich bin auch ehrlich, ich kam in einen Förderschulen rein für geistige, dumme, komplett bekloppten Menschen. Aber diese Schule war nicht für mich. Ich war niemals in diese Schule gemusst. Ich hätte auch an eine normale Schule gehen können. Aber bei den vielen, vielen Ärzten, die ich war, gab es dann diesen Test. Und ich als kleinen Kind, wie ihr es kennt, ihr wart ja auch bestimmt auch mal klein, wie es hier war. Ihr kanntet ja auch nicht den Fremden wegen dem Test. Und ich habe mich geweigert getan, den Test zu machen. Ja, und dann war es halt so, dass es nicht, dass sie mich als behindert eingestuft haben.
Ich weiß auch nicht warum, weil ich kann gut sprechen, ich kann gut lesen, ich kann alles super gut, aber den hat mich als behindert getan. Also erste Schule war gut in Ordnung, Förderschule, es war halt nicht viel zu lernen, aber es kam eigentlich auch zur Zeit auch dahin. Ich hatte auch Freunde gehabt, zwar nicht vielen, aber ja, ich habe versucht, mir die Besten rauszupicken, aber es waren zu viele, die mich als Freundin haben wollte, aber die mich als Fremden anders Menschen haben wollte. Aber jedes Mensch lebt so, wie es geht. Man sollte jedem Menschen eine Chance geben, man sollte jedem Menschen eine Chance geben, aber in meiner Schulzeit war es nicht so. Ich wollte gute Freunde haben, ich wollte Freunde haben, mit denen man sich gut draußen treffen kann, aber meinen Freunden wohnten allen so eine halbe Stunde entfernt. Naja, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ja, auf jeden Fall habe ich mir gehofft, dass irgendwann den anderen Schülern kamen. Aber es kamen wirklich mal anderen zum kleinen Stufe, zur Mittelstufe, zum Oberstufe. Ja. Irgendwann kam ich dann aus der Schule raus, da wurde ich dann auch irgendwann mal 18. Aber mein ganzes Leben lang, seit meiner Kindheit, hatte ich noch nie richtigen Freunden gehabt. Ihr seht mich als YouTuben vielleicht, kennt ihr mich? Ihr denkt bestimmt, ich habe voll die vielen Freunde. Aber auch YouTubern haben Geheimnisse und sind in Realität nicht glücklich. Ich verstecke mich seit Jahren hinter einem Schatten, den Werwölfen, die mich verfolgen, ja, die sind ganz böse, haben Krallen und so, langen Zähnen, krallen mich immer. Ich hatte einen Freund hatte ich, dem heißt Marcel, aber weiter sage ich nicht. Er war sogar mit mir auf Kindergarten drin, soweit ich weiß, also doch ein, aber ich habe ihn auch seit langem keinen Kontakt mehr. Aber ich weiß, wo sein Haus wohnt und wo seine Eltern arbeiten, aber ich sehe ihn nicht mehr. Ja, es ist halt den Marcel. Alles, was ich dem jetzt hier erzähle, ist voll schwer aus dem Kopf herauszuziehen. Also ein kleines Beat dran, also schadet ja nie. Auf jeden Fall, Freunden, war es dann halt so, irgendwann in meiner Zeit, ich glaube so mit 15, mit 16, ich glaube aber mit 15, ich glaube es war im Mai oder sowas, kam unsere Nachbarin rüber, zu uns rüber und wollten mit mir sprechen, dass mein Patenonkel bei dem drüben sind. Ich habe von meinem Patenonkel nie wirklich was gehört. Dem letzten Kontakt, den ich mit meinem Patenonkel war ich noch ein kleinen Bebel, ein richtig kleinen Fratzi war ich. 10 Jahren war unser Kontakt weg. 10 Jahren war 10 verdammten harten Jahren. 10 war dem Kontakt weg. Es ist halt schwer, dem 10 Jahren wieder nach vorne zu holen, weil den 10 Jahren richtig auseinander ist. Aber ich war wirklich mega froh, meinem Patenonkel wiederzusehen. Kontakt war direkt 1A da, also 1A plus sogar. Mein Patenonkel hat auch eine Frau und Kinder hat den auch. Ja, dem Älteste, ja, also einem Tochter, aber dem interessiert mich nicht, denn nur den Söhnen interessiere mich, den Söhnen. Weil, aber ich bin nicht schwul, ja, also nicht, dass es falsch getan wird, aber den Söhnen. Ja, da habe ich schon in meinem Kopf gedacht, ich hoffe, du, mein Patenonkel, wirst vielleicht einer, der mein bester Freund werden sollte. Ein Mensch, der vielleicht auch ich verstehen kann, dem für mich da ist. Ein Mensch, mit dem man reden kann. Und irgendwann, so in den nächsten 2 Tagen, war es auch so, wir haben uns gut verstanden. Und dann hatten wir diesen Zeit auch Fortnite gesockt. Jeden Tag immer Fortnite. Nach der Schule immer 2-3 Stunden
zeigt Fortnite, wenn er könnte. Er hat dann auch Challenges in Fortnite gemacht. Wir haben Faxen gemacht, wir haben irgendwelchen Scheiß gesungen. Es war so geil. Wir waren auf dem Bergsen so Star Wars gespielt. Mein einzigster Bruder, Fahrradtour gefahren, war schon geil. Am Kanal vorbeigefahren, es war schon geil. Und irgendwann wurde er zu meinem besten Freund. Und ich war für ihn auch wie ein besten Freund. Ein Freund, den er niemals hatte. Und denselben könnte ich von mir auch sagen, ja. Und warum ich das eben euch erzähle, weiß ich nicht, weil ich halt ein bisschen dumm im Kopf bin. Und ich erzähle aber auch etwas über euch, damit ich was über mich lernen kann. Falls ihr Fragen habt, könnt ihr in den Kommentaren schreiben. Mensch, Sky Tiger, du bist ja ein richtig coolen Mann. Männchen, so gesehen. Ja. Und den ersten 4 Jahren, wir sind jetzt mittlerweile seit heute schon gequetschte Tage über 5 Jahren befreundet. 5 Jahren beste Freundschaft. 4 Jahren hat das Ganze ungefähr geheilt. 3 Jahren war ein ganzes Jahr war weg. Und in so ein Heim, da gab es ein paar Probleme. Aber ich nenne es jetzt nicht dem seinen Namen. Vielleicht dem einen oder anderen wissen. Aber ich höre diesen Namen öfters im GTA. Wenn ich in dem Lobby bin, kannst du den Namen niemals mehr loswerden. Weil es einfach etwas heißen soll. Es soll heißen, dass ein Mensch in deinem Kopf rein kannst du niemals vergessen, wenn du ihm liebst in den Kopf hinein. Und so war es auch. Entschuldigung. Und dem kommt ein Freundschaftsnimm vor. Aber ein besten Freund ist ein Freund, mit dem man nie streiten tut. Das war das, ich früher gedacht habe. Man streitet sich nicht als Freunde. Auch nicht als besten Freunde. Und da habe ich die ganze Zeit Hawaii 5-0 geschaut gehabt. Und da waren diesen Polizisten, immer diese Hawaii 5-0, die haben sich immer im Auto drin, haben die sich immer wieder Vorwürfe gestellt gehabt. Sie haben sich nicht gestritten. Nein, 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 die haben sich nicht gestritten. Nein, 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 überhaupt nicht. Die waren wirklich füreinander da. Die waren den besten Freunden, die kannten sich auch am Anfang nicht. So, ich hab's bemerkt, er hat's auch bemerkt. Er war einfach wie ich. Er war einfach wie ich. Er war ein Freund fürs Leben. Ich war wie ihm und ihm war wie mich. Eigentlich waren wir eine Person in 2 Personen drin. Und dann habe ich einmal den YouTube Cedric den Zong gesehen. Hatten mir wirklich die meisten Blicke bei Dreharbeiten von Cedric hat mich einfach an meinen besten Freund erinnert getan, wo er nicht da war, wo er weg war. Und irgendwann kam auch ich darauf, den VDSSIS, den BabyDSS, zu bewerten. Diesen Songs will ich einfach was besseres Song geben und dem gibt mir den Songs ein besseren Gefühl. Ja, irgendwann mal Cedric nicht mehr da, weil VDSSIS, weil das anders wurde. Es ging dann Richtung Rap und nicht mehr einfache Musik, sondern es war dann mehr halt so Rap für ihn geworden. Er ist kein Rap, er wollte einfach nur einen schönen Musik, emotional. Ja, und irgendwann kam auch Arthur und es war auch alles schön, solchen Menschen zu sehen. Und irgendwann kam auch Dustin. Und von dann seine Lieder kamen, hat mich einfach alles einmal neu aufgebaut, alles weggehauen und alles nochmal neu aufgebaut. Einfach wie so ein Update. Und ich habe mir dann immer gewünscht, solchen Freunden wie ihm zu haben, Dustin und Arthur, Cedric, Timmy, alles keine Mädchen, weil alles immer Jungs,
weil ich bin mehr auf Jungs dran. Aber man vergisst immer eine Sache, dem Alter. Dem Alter spielt immer eine Rolle. Die meisten Eltern würden sagen, hey, er ist ja über 20. Ist er cool? Ist er korrekt? Die meisten Eltern haben sogar Angst um ihren Sohn. Kann man auch alles verstehen. So, man kann nie einen Menschen verbieten, mit jemandem befreundet zu sein, wenn die ihm zu zweit irgendwie, als wären die doch gleich irgendwie, aus gleichem Blut geschnitzt. So wie ich, meinen besten Freund, wir waren einfach gleich. Unseren Art und Weise, als wären wir eine Person. Aber das war dann halt nicht so. Das war manchmal so, wenn wir zum Beispiel durch die Stadt gegangen sind, mit zwei, also als zwei Personen, dem und ich, den Leuten haben sich umgedreht und die haben dann gedacht, Mensch, das ist eine Person und nicht zwei Personen. So sehr geähnlicht waren wir uns. Wir sind gegangen als zwei Personen, aber in Wirklichkeit waren wir so wie eine Person. Das war schon etwas krass. Ja, Leute, jetzt sind wir schon bei etwas so wie bei 20 Minuten drin. Und da wird es natürlich Zeit für einen Schluck Tee aus dem guten YouTubern Skytigern Tasse. Denn nichts schmeckt am besten wie dem Getränk aus dem YouTubern Skytigern Tasse. Leute, wer diesen Tassen haben möchte, kann sie gerne in meine neue Merch-Shop kaufe tun. Ich bin ein bisschen mit dem Preis heruntergegangen und die ganze Tasse kostet ab jetzt nur noch 103,24 Euro. Also, gönnt euch den YouTubern Skytigern Tasse auf den Nacken und egal wie ein Mensch sich ändert, egal wie, man sollte nie vergessen, dass man auch irgendwo mal seinen Gefühlen trägt. Ich finde das gerade echt emotional, wie ich hier in meine Sessel abhänge und euch dem erzählen tue. Und ich möchte einfach wissen, dass auch anderen Menschen etwas anders ist. Und ich würde niemals euch irgendwie zu nahe treten, außer Doppelklatsch, euch fremd rübergeholt haben. Ich will einfach, dass ihr wisst, warum ich vielleicht so dumm bin. Warum ich immer so viel schreiben tue. Warum ich einfach nicht lesen kann. Warum ich nicht sprechen kann. Meinem ganzen Leben, seit 2012, wo ich mein PS4 hatte. Ich hatte jeden Tag nach der Schule meine Tasche weggeschmissen, war an den Konsole dran. Hab mit meinen Freunden aus allen Welten gesockt. Ich hatte jedoch noch nie Freunde hier in dem Ort, wo ich bin. Ich war noch nie draußen, ich war noch nie mit Freunden unterwegs, weil ich nie Freunde hatte. Und dann, wenn ich Freunde hatte, dann aus allen Städten und aus allen Ländern. Aber das ist kein Leben. Immer war ich mal auf dem Spielplatz, hab da mit Tischtennis gespielt, mit ein paar Leuten, mit ein paar Jugendlichen. Aber man hat da nie Freunde gesehen. Man hat da nie Freunde gesehen. Über WhatsApp, egal mit wem du schreibst. Du hast nie selber Nachricht geschrieben. Du musstest dein Handy nehmen, alle deine neuen Freunde schreiben Guten Morgen, aber nicht die haben hinbekommen, dir mal Guten Morgen zu schreiben. Und das war halt dem Problem. Und ich wusste nie, was ich machen sollte. Auch über Instagram. Ich habe auch meinen besten Freund geschrieben
und dem Einzigen, was den Menschen können oder den Jugendlichen ist, Nachrichten zu lesen, aber niemals zu antworten. Den Fragen, die man stellt oder wie es dem geht, manchmal kommt da eine Antwort. Für einen Moment fühlt sich das gut an, mit jemandem zu schreiben, nur manchmal wisse doch enttäuscht, dass das in mir schreibt und dass ich ihm schreibe, geht schon einem guten Tat. Nur manchmal denkt mein Kopf wieder nach, es ist doch wieder genauso einen wie jeden anderen. Bar mal beantworten, bar mal schreiben und dann bekommst du schon keine Antworten mehr. Ich würde gern mal wissen, wie ihr so seid, wie euer Gefühl ist, wie euer Leben so ist. Es wird natürlich auch viel kommen über mich. Ich werde es euch natürlich auch auf Video über mich und euch erzählen. Es ist eigentlich egal, was ihr über mich wisst. Nur ich möchte das mit euch teilen, damit ihr vielleicht wisst, warum ich vielleicht einsam bin. Oh, ich könnte gerade weinen, wenn ich es könnte. Innerlich bin ich natürlich voll am Weinen am Tun, schon lange schon. Doch ich schaffe eigentlich nur, dass meinem Leben vielleicht etwas anders wird. Ja. Ich hatte noch nie eine Beziehung geführt. Noch nie hatte ich eine Beziehung. Wie gesagt, ich war jeden Tag nach der Schule zu Hause, immer an der Playstation am Socken. Weil da draußen war mein Leben nicht. Da draußen war nichts für mich. Ich bin ab und zu mal draußen, do alleine. Einkaufen alleine. Kino gehen alleine. Alles immer alleine. Auf den Spielplatz gehen. Alleine. Zum Bäcker gehen. Alleine. In dem Urlaub fahren. Alleine. An mir rumspiele. Alleine. Die Haare schneiden. Alleine. Den Brille putzen. Alleine. Auf dem Klo einen dicken Köttel hineinlegen. Au, alles alleine. Fernseh gucken. Alleine. An der Playstation zocken. Alleine. Alles muss ich alleine machen, weil ich alleine bin. Hätte ich alles doch irgendwo, fehlte mir dieses Etwas. Und dieses Etwas fehlt mir noch. Mein besten Freund, ja, hier, Freundschaftring, das sind alle Freundschaftring von einem, ja. Er war mein einzigen besten Freund. Ich könnte ihn niemals verlieren, ich könnte niemals einen besseren finden. Weil diese Art und Weise, wie man ist, wie Art und Weise, wie dein Freund ist, kannst du nicht nochmal finden tun. Das hin ist auch anders. Doch bei das hin sind wir auch irgendwo gleich. Er spricht nur an. Das, was geschah, das ist mir auch damals passiert. Ich sprich nur darüber an. Ist mir auch früher in meinen Jugend passiert. Und wie man jetzt fühlt, ist scheiße. Doch man kann es vergessen, man kann es vergessen. Wenn man einfach weitermacht, einfach Musik weitermacht, einfach irgendwas, wo du nachdenkst. Wie gesagt, ich habe gesagt, schreiben wir über andere Themen, lass uns über andere Sachen reden, um das, was geschah, einfach zu vergessen und zu vergeben. Wir sind jetzt auch fast am Ende und ich würde sagen, wir machen vielleicht hier jetzt gleich Schluss.
Und ich wünsche euch einen schönen, schönen Tag noch. Und wir sehen uns vielleicht auch später noch in diesem Video. Also Leuten, ich würde dann mal sagen, das ist ein Nierhaus. Und ich würde mich freuen, wenn ihr unter diesem Video vielleicht einen netten Kommentar schreiben tut. Und vielleicht schreiben tut, wie es euch so geht. Habt ihr Freunden? Habt ihr Leuten, mit denen ihr rausgehen könnt? Oder seid ihr auch so einsamen Leuten wie dem echten Marvin, dem immer zu Hause sein muss, immer an der Playstation zocken tut und dabei mit Freunden aus der ganzen Welt in alle Ländern zusammenschreiben und zusammen zocken tut? Ja, Freunden, ich würde mal sagen, das ist mir Haus für diesem Video. Wenn euch diesem Video gefallen hat, getan, dann lasst vielleicht einen Daumen nach oben dort. Und ich würde mich sehr, sehr, sehr sogar herzlich freuen tun, wenn ihr das nächste Mal mit dabei sein tätet, wenn es wieder heißt, dem echten Marvin macht Geschmacktest zum Beispiel oder einen anderen Sache. Also Leuten, haut rein und bis zum nächsten Mal. Das saß in mir Haus. Angenommen, Sie haben einen Eimer, der 7 Liter fasst und einen zweiten, der 35 Liter fasst. Wie viele Eimer haben Sie dann? 2. Vielen Dank.